Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich zeige euch Maps, die ich früher gespielt habe und gebaut habe. Wie ihr seht, das ist mal eine etwas andere Map. Das ist ein Creative Map. Das hier ist meine 1.8 Server gewesen früher. Also da steht es ja auch noch drin. Also ich habe die zuletzt besucht, also laut diesen, bevor ich die Map runtergeladen habe, stand da, ich habe die zuletzt besucht am 2.10.19. Und der Server ist noch rechtmäßig ungefähr 1.8. Da kam irgendwie so, also zumindest in der Zeit früher war es 1.8 in der Richtung. Dieser Spawn hier, den habe ich nicht gebaut, aber hier sieht man auch hier die Admins, Bauteam und Owner, einfach Host sagen, also so eine Kurzverfassung. Diesen Spawn hier, den habe ich tatsächlich nicht gebaut, den hat irgendjemand gebaut. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer es gebaut hat. Ja, hier gibt es noch einzelne Räume. Irgendwo gibt es in den Fächern Spielmodi, die es wirklich gibt es noch. Die haben wir alle gebaut. Hier Jump and Run, frag nicht wo. Skywars gibt es, das ist, zeige ich gleich. Bedwars gibt es auch, nur eine, der funktionstüchtig ist. Slenderman wurde nie benutzt, gab es so viel zu wenig Leute für. Spleef gibt es, Survival Games. Ja, keine Ahnung, Freizeitpark, den habe ich sogar gebaut. Und eine 1 gegen 1 Map, den hat jemand anderes so gebaut. Das hier vom Spawn aus, wenn ich mir so angucke, hier so Frühling, Herbst, ich glaube, das ist Herbst, das ist Winter, Weihnachten. Ach, was weiß ich, ich glaube, das ist so sowas in der Art halt, so Frühling und so weiter und Herbst, was auch immer. Wenn man guckt hier unten, war hier ein Wilder dran? Ich glaube schon. Also der Spawn, wie man hier unten sieht, schwer so sieht, wo ist mein Trank? Ach, meine Tränke sind geil. Weg, geil, das falsch jedes Mal. Suchen wir kurz, ich wollte Nachtsicht suchen. Wurftrank der Nachtsicht. So, der Spawn hier, wie man sieht, hier sind ganz viele Krater, der wurde komplett weggebombt. Also hat jemand gemeint, hier halt den Spawn wegzubomben. Das fand ich richtig scheiße. Also das ist der zweite Spawn, der gebaut wurde. Der erste Spawn, der wurde wirklich komplett weggebombt. Ja. Wie wir hier sehen, das ist Skywars. Also zu der Zeit, wo diese Map gebaut, okay, das ist glaube ich so eine Art Jump'n'Run, wo die Map hier gebaut wurde, das war mehr eine in der Playstation-Zeit, da gab es keine Kommandoblöcken. Jetzt gibt es welche und die Map hier ist einfach eine Ruine noch. Wird nicht mehr verwendet. Die Abmesser sind aber auch gut, finde ich. Die Abstände, also wenn ich mal so gucke, also der ist ein bisschen weiter weg als die Ecke. Die Abstände finde ich aber auch gut, finde ich, von der Mitte. Also eher welche am besten früher da als der Rest. Das ist gut. Wenn man hier sieht, hier ist der Freizeitpark. Kann ich gut erzählen. Freizeitpark war von meiner, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, den habe ich gebaut. Also im Prinzip habe ich alles hier gebaut, außer diesen Dinosaurier. Den hat tatsächlich jemand ganz anderes gebaut. Aber sonst habe ich hier alles selbst gebaut. Das sieht man auch, die Abmesse hier. Und hier, das habe ich, glaube ich, mit jemandem zusammengebaut. Das weiß ich aber nicht genau. Das war mehr so ein, hier, Rindfleisch, 2 Coins. Man hat pro, also von Sinn aus, von der Map aus, sollte man halt, also, wenn man gewonnen hat, bekommt man Coins, sowas in der Art, glaube ich, soll es sein. Ja. Hier fehlt auch die Decke. Ja, Essen. Alles hier hochgerüstet mit Essen. Ich hoffe, das ist auch alles richtig drin, wie das da steht. Ja. Coins hat man bekommen, wenn man gewonnen hat. Lustige Geschichte zu dieser Achterbahn, möchte ich noch sagen. Das Ding, ganz dem Geschichte auszuhäusern, das ist mir komplett abgefackelt. Achso, ich war gerade irritiert, woher kommt das Geräusch? Es kam von dort. Ja, das ganze Ding ist jetzt abgefackelt. Ich war richtig meh an dem Tag. Also ich hatte irgendwo hier Lava stehen gehabt und die Lava hat anscheinend hier hochgebrannt und das hat wirklich alles weggemacht. War ein Großbrand. Ich mache kurz das hier aus. So. Das hier ist der alte Spawn, also der erste Spawn. Der wurde, wie ich gesagt habe, am Anfang auch weggebombt. Hier.
Also von Beginn des Spawns, wo es halb, es war nicht komplett am Stehen, das Spawn. Also wo alles bestand aus dem Spawn, der wurde komplett weggebombt einfach. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Foltergruppe gewesen. Ja, das ist die Foltergruppe. Dann werfe ich in meinen Müll rein. Oh, wir sind jetzt wieder da. Ja. Game ist mir einfach gecrashed. Frag nicht warum, ich weiß es selbst nicht. Ich hoffe, es crasht nicht nochmal. Dann wäre ich sauer. Wir waren vorhin hier stehen geblieben. Ich bin gerade auf der Map reingekommen. Da habe ich da angefangen irgendwie. Ja. Dann reden wir weiter. Über der Map. Das sind von der Karte aus die Bereiche ungefähr. Ja. Ich kann auch eine interessante Geschichte über die Map erzählen. Die Map wollte ich einen Server machen. Ich wollte einfach. Früher hatte ich immer irgendwie so einen irgendwie Lust gehabt, einen Server zu erstellen. In Minecraft halt. Früher hatte ich auf der PlayStation, da haben sehr viele immer Minecraft gespielt. Und ich habe einfach Idee gehabt, komm, ich mache mal einen Server. Warum ist davon alles weggebombt? Ich glaube, da sollte mal Masterbuilds rauswenden werden. Ja, da habe ich halt die Map gemacht. Dann kam jemand auf der Map drauf. Ich war ja kein Idiot zu der Zeit. Er kommt drauf. Ich habe ihm gesagt, ich möchte einen Server machen. Was macht er? Er hilft in manchen Punkten. Warum fehlt hier ein bisschen Glas? Achso, nee, das ist so. Oh, sieht das hässlich aus. Wer kam auf die Idee? Wahrscheinlich ich. Ja, da kam ja mit mir drauf, haben wir zusammen gespielt. Hier und so. Hier und da halt. Dann sehe ich, dass der Spawn weggebombt wird. Also, weißt du, da kommt die. Da fand ich auch genial von ihm. Er sagt, jemand ist auf der Map gekommen und hat den Spawn weggebombt. Und das Ding war von der Map aus, es konnte nur die Person Creative bekommen, wenn ich das bei ihnen angeschaltet habe. Also früher hatte man ja ein anderes Menü noch, so besser, schneller halt Creative zu verteilen. Jetzt ist das ein bisschen aufwendig gemacht worden. Es leckt einfach, wenn ich da jemanden Creative verteilen mag. Ja, dann hat die Person gesagt, jemand ist auf der Map gekommen, hat den Spawn weggebombt. Ich wusste, dass er weggebombt hat. Dann habe ich ihn gekickt. Und hinterher kamen ganz viele Leute, ich hatte früher so um die 750 Freunde auf der PlayStation drauf gehabt, also PS-Freunde halt. Durch tausende Anfragen annehmen. Ja, dann habe ich einfach jeden auf der Map Rechte gegeben. Und einer von denen hat einfach das hier gebaut. Er hat einfach Bedwars gebaut. Ne? Ich bin aus dem Fliegen rausgegangen. Die eine Person hat einfach hier fucking Bedwars gebaut. Ich fand es irgendwie geil. Also, das hier mit dem Bedrock, das hier hinterher, das habe ich sogar gemacht. Weil ich habe gesehen, dass jemand gemeint hat: Komm, wir machen auf die Idee. Wir stecken uns hier hoch und, ma oh, das wollte ich nicht. Und machen halt die Kisten so leer. Weil hier oben kein Schutz war. Habe ich hinterher dicht gemacht mit Bedrock, dass da niemand drankommen kann. Also so sahen halt die alten Bedwars-Geschichten aus. Da vorne ist Jump'n'Run, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich nur einmal drin. Also ich fand das total hässlich. Also es muss ja nicht immer schön aussehen, aber das, wenn ich mir das jetzt so angucke, sieht das jetzt auch nicht so übelst geil aus. Wieso gar nicht? Hier, guck mal. Es sieht auch nicht irgendwie, das sieht nicht so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Fackeln. Bei den Fackeln meckere ich nicht. Ich meckere einfach darüber. Es ist einfach fucking Wiese und Holzstämme. Also die Sprünge hier, die hier sind, die kann jeder. Die kann sogar ich ein bisschen. Finde ich mal. Ja, mit Sprinten ist immer so die Geschichte. Wenn er aufhört zu sprinten, ist das immer kacke ein bisschen. Hat jemand hier halt Jump'n'Run gemacht? Es sollte mal noch eine zweite kommen. Die haben wir da vorhin irgendwo in der Luft gesehen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Heiligtum. Slenderman. Heiligtum war Slenderman, weil man früher halt nicht mit. Soweit ich weiß, am PC kann man das. Oder generell mit Commands kann man ich glaube, das war eine Holzaxt. Konnte man einfach mit Befehlen einfach an der einen Ecke schlagen und an die andere. Und dann hätte man so mit Befehlen halt so eine ganze Wand ziehen können oder entfernen können. Halt im Bereich. Ich habe das hier alles voll mit Bedrock hochgezogen. Das hat einfach 1000 Jahre gedauert. Dann kam ich auf die Idee, falls irgendwie Leute ausbüchsen aus der Arena,
dass ich hier einfach rum komplett mit Lava mache. Also man wäre zu 100% verreckt, man kann nicht so lange durch Lava überleben. Auch das Feuer und Lava killen nicht beides. Allein wenn man, okay, wenn man hier an den ganz Ecken, Rändern hier langläuft, dann hat man eventuell noch Glück, aber weiter kommt man auch nicht so. Ja, Slenderman, also ich glaube, das war auch noch die Zeit, wo ich Slenderman auf YouTube geguckt habe oder so eine Art, ich habe keine Ahnung. Ja, Modus sollte im Dunkeln gespielt werden und man sollte irgendwas machen. Ich habe aber die Map, ja, ich habe die halt nicht großartig benutzt. Es gab es einfach Slenderman, der Modus, wurde aber nicht komplett vollendet, der Baum. Fand ich irgendwie traurig, dass ich irgendwie nicht vollendet habe. Also ein bisschen Mischwald, ein bisschen Eichenholz hier und so, hier und da. Ja, hier ein bisschen Slenderman, der größte Modus, den es gibt, braucht man. Also früher konnte man nur 8 Leute auf der Map haben. Jetzt kannst du immer noch 8 Leute haben. Aber ein bisschen hier und da noch ein bisschen. Jetzt mit kann man mit Real, mit, ich glaube nur 10 Leute. Ich finde es komisch, dass man mit 10, nur 10 Leute in Real Zimmer haben kann. Ja, jetzt komme ich hier hin. Ich habe TNT-Kanonen früher ganz gerne gebaut. Ich weiß nicht. Wenn ich mir das Ding jetzt so angucke, es sieht sehr teuer aus. Ist aber anscheinend explodiert. Wie es so aussieht. Hier ist ein bisschen gespielt worden. Ich weiß nicht. Ich glaube, das, wie ich gesagt habe, ist Masterbuild mal gewesen. Ja. Hier kommen wir zum Fußball. Ich habe irgendwo auf YouTube gesehen, da hat man Sticks gehabt mit Rückstoß und in der Mitte beim Villager habe ich das einfach hier auch abkopiert komplett. Wurde, glaube ich, nicht so ganz benutzt. Die Map. Hier ist eine Sache, eine Map gewesen, da kam die Verzauberung Frostläufer so gerade raus. Also neue Verzauberung Frostläufer, dass man auf den Schuhen über, wenn man über Wasser läuft, dass da drunter alles voller Eis ist. Dann habe ich eine Idee gehabt. Also das ist nur so ein Test gewesen. Nur so eine halb grob so eine Testversion für Frostläufer gewesen. Man läuft mit Frostläufer lang. Und weil man halt kämpfen muss. Und das Eis bleibt auch nicht unendlich dort. Wenn man kämpfen muss, kann man halt nicht immer. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Also die Vorstellung war, glaube ich, so. Man kämpft und irgendwann bricht der Boden ein, wenn man kämpft. Wenn man springt, macht der Boden sich nicht neu. Und wenn der Boden bricht, plumpst man in die Lava und verreckt. Ich glaube, irgendwie so war das halt. Mit der Vorstellung, oh Gott, welcher Bastard hat die ganzen Fische hingeworfen? Schaden, Stärke, warum? Welcher Mensch hat denn Stärke gehabt, bitte? Okay. Ja, wenn ich mal hier gucke, war es das? Achso, wenn man sich fragt, was das da ist, das ist die Folterecke. Also jeder, der mir ja irgendwie abgefuckt hat, habe ich einfach da reingepackt, Rechte alles weggenommen, in diese Ecke reingepackt und dann so eine Dauerschleife für diese Notenblöcken gemacht. Das hat genervt. Ja, hier ist die 1 gegen 1 Map. Hat jemand gemacht? Also ich kann dann grob sagen, ich meine, das ist die Zeit der Höhlenmenschen gewesen. Die moderne Zeit. Ich glaube, das war noch ein bisschen angesehen mit World of Tanks ein bisschen. Aber World of Tanks war auch zu der Zeit noch gut. Und das hier ist, ich habe keine Ahnung, welche Zeit, irgendwann Mittelalter, sag ich mal so, hat jemand gebaut. Das hier ist Spleef. Ich komme, wir müssen Spleef sein, oder? Ist das Schnee? Ja, das ist Spleef, habe ich gebaut. Also so habe ich wirklich die Maps für Spleef gemacht. Ist auch gut gewesen. Hier oben habe ich mal angefangen, Bedwars zu bauen. Also wenn man die früheren Sachen sich mal anschaut, habe ich das hier alles abgerissen, weil das irgendwie scheiße aussah. Hier ist ein Tick, also hier zum Ticken gewesen. Ich weiß nicht, warum ist das so tief? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier ist halt, ich will hier durch. Ja, für Bedwars gewesen. Aber ich weiß nicht, ob noch etwas gibt es auf der Map. Es gibt noch Hunger Games. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil ich habe keinen Bock auf den Enderdrachen einzukloppen die ganze Zeit. Ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock drauf einzukloppen. Welches was? Das macht gar keinen Sinn, dieser Schild. Da fehlt noch ein bisschen Text. Ja.
Es gibt noch Hunger Games. Also, okay, ich gehe ja mal, ich zeige es einfach. Achso, zum Thema. Ich habe einfach komplett vergessen, diesen Spawn zu zeigen. Ich bin auch gut. Also, der Spawn hier, zeige ich mal, den habe ich gebaut, den habe ich alleine gebaut. Früher konnte man, lustigerweise, diese alten Frames, also diese Rahmen, diese Bildrahmen hier hinklatschen und darüber ein Schild machen. Jetzt geht das nicht mehr, das finde ich richtig scheiße. Ich habe das hier als Lucky Block angesehen. Hier hat man so ein Itemframe gehabt, da habe ich irgendwelche Sachen reingelegt. Man baut den Schwamm ab und man hat einfach irgendwas zufällig was rausbekommen. Wollte ich hier so ein Lucky Block machen. Also das hier waren die Sachen. Also das dürfte jetzt nicht funktionieren. Ja, früher konnte man das da reinbauen, hier so machen und ja, hier eigentlich ein Schild hinklatschen konnte man früher, jetzt geht das nicht mehr. Das ist ziemlich scheiße, finde ich, um ehrlich zu sein. Ja, hier sind ein paar Sachen, die man da drin bekommt. Man, das sieht wie mein Bogen aus, finde ich. Dann packe ich mal die ganzen Trecker rein, die ich gar nicht brauche. So dass ich hier ein Scheffel viel zu netter Right Schwert habe. Das habe ich irgendwann anders gemacht. Hier ist für Skywars so Kids gewesen. Kann ich mir auch mal zeigen. Also, Hase hat Sprungkraft, so ein Hasen im Outfit, Karotten und Hasenfuß mit Schärfe 5 und Rückschuss 2. Das ist solide. Heiler, wie man kennt, Heiler. Ach, ich wusste gar nicht, was Rick hat für Potion, wusste ich nicht. Ja, Heiler ist auch Effenarsch. Außer die Ausrüstung halt mit Leder, mit der Rüstung halt, Essen und man hat Heal ohne Ende. Dann Bogenschütze hört man auch wahrscheinlich vom Namen. Bogenschütze, ich glaube, der hat Unendlichkeit. Nee, Kraft 5 und Unendlichkeit. Da bist du mit einem Schuss tot, wenn du eine Lederrüstung hast. Merke ich. SpongeBob ist auch gut. Full Gold, halt Haltbarkeit. Schärfe 5, Haltbarkeit, ja klar. Und Schwämme und ein Apfel. Meiner. Komplett, ich weiß, hat man mir schon gesagt, das habe ich auch hinterher, wo ich mehr wieder reingegangen bin, das komplett falsch geschrieben ist, meine. Also, meiner wird doch mit I, ohne E, Dings geschrieben. Und hier ist Enderman, halt mit Enderperlen. Enderperlen, ein Widderkopf, Holzschwert und ein paar Enderperlen. Man soll nicht so viel spammen, sonst kommt man Enderman und das ist wirklich für den Arsch. Enderman. Und jetzt kommen wir zum End. Ich hoffe, der Enderdrache ist tot. Ich hoffe es. Ja, er scheint tot zu sein. Letztens habe ich auch mit ihm auf ihn eingekloppt. Mit jemandem zusammen. Ach du Scheiße, sieht das scheiße aus. Mit Ende. Ach du Kacke. Oh Gott, das sieht einfach aus, als wenn man einen Bildschirm. Ach du Scheiße, sieht das Kacke aus. Ich bin ehrlich, das ist ja. Ach, das sieht ja katastrophal aus. Ja, das hier ist das End. Das hat, ich weiß gar nicht, das haben glaube ich zwei oder drei zusammengebaut. Ne, ich glaube nur einer oder zwei. Ein, zwei Leute haben es gebaut. Ich und jemand anderes. Ja, so war es ja. Ich und jemand anderes haben das zusammengebaut. Er hat die Gebäude halt so gebaut und ich habe die Bäume gepflanzt überall. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass wir aber nichts. Oh, kann man das abbauen? Wofür muss ich den Enderdrachen wieder besiegen? Ich finde es zu dumm, dass man diese Portaldinger gar nicht einsammeln kann. Warum kann man das überhaupt kaputt schlagen? Das macht gar keinen Sinn. Okay, ich würde mal sagen, das ist das. Oh, das wollte ich gar nicht. Dass das hier das Ende der Folge ist. Dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge. Aber ich weiß nicht, worum es dort geht. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.